So, wie es aussieht, kann es denn jetzt losgehen? Ich weiß nicht, was eben los war. So, dann machen wir das noch hier rüber. Freunde der Nacht, eben hatten wir doch ein Blackout. Irgendwie bei YouTube. Nobody knows. Und willkommen heute zu einer neuen Runde. Man streamt sich. Wie geht's? Und ich hatte euch ja versprochen, ich mit euch gemeinsam mir mal angucke, was gibt es denn Neues auf der NEB 2024 in Las Vegas vor allen Dingen und letztendlich dann doch spannend die Gears Gadgets, die für uns interessant sind. Wer meine Serie kennt, wer die ein oder andere Dinge schon gesehen hat, weiß, ich mache eigentlich gerne alles rund zum Thema Livestreaming, was allerdings sehr pragmatische Setups sind, bezahlbare Setups sind und jetzt nicht die Überhämmer dieser Welt, dass man denn wirklich sagen kann, so, das ist vernünftig, damit kann man arbeiten. Ich möchte euch denn heute ein paar Dinge vorstellen, die ihr als Streamer oder als YouTuber eventuell nicht dran vorbeikommt, um dann einfach zu sehen, was ist denn spannend. Und wir fangen ganz klein an von den Dingen des zweiten Tages. Und ich sage, wir starten dann nach dem Trailer. So, und da sind wir denn auch und dann starten wir denn auch durch und ich möchte mal mit einer vielleicht nicht so Riesenaktion denn halt beginnen, aber ich finde es doch eine unheimlich tolle Geschichte, nämlich mit einer App, auf die wir Androider doch gewartet haben und jetzt sagt ihr um Gottes Willen nicht noch eine App, aber hier wird der Spaß richtig gut. Ihr wisst ja, man sagt immer, die beste Kamera ist immer die, die man gerade zur Hand hat. Das heißt, ich bin Pixel-Fan, gebe ich zu. Androider schon immer. Und dann würde ich denn doch sagen, da bewegt sich viel. Gibt es natürlich schon einiges, auch je nachdem, was ihr an Gimbals oder sonst was hat. Die Pixel-Kamera an sich, das ist jetzt ein 7 Pro, ist schon stark. Werden wir auch nochmal so als kleinen Tipp nachher vielleicht noch machen, dass ihr auch jetzt die via USB-C-Kabel mit eurem PC als Webcam einsetzen könnt. Aber wenn ihr da richtig professionell ran wollt, dann sage ich, hat jetzt Blackmagic auf der Messe, die in diesem Jahr wahnsinnig viel an News rausgehauen haben. Ja, natürlich auch gerade im Kamerabereich. Da ist so viel passiert, allerdings ab 4.000 Euro aufwärts. Aber die Kameras sind jetzt echt traumhaft. Sei es die neue PTX mit 6K, es kommt eine 12K-Kamera und es wird sogar, und das ist angekündigt, eine 17K-Filmkamera, aber da unterhalten wir uns schon wirklich im absoluten Broadcast-Bereich. Das ist für uns in unseren Streaming-Sets jetzt wirklich absolut überdimensioniert. Deshalb gehe ich da gar nicht drauf ein. Internet, YouTube ist voll mit den Dingen, wenn es um diese neuen Kameras geht. Aber hier sage ich mal, das war schon im letzten Jahr, dass Blackmagic eine Kamera-App herausgebracht hat. Die Blackmagic-Kamera praktisch für euer Smartphone. Bisher gab es das nur für iPhones. Jetzt hat man angekündigt, wird es auch für Android-Smartphones kommen. Zumindest mal für die Pixel-Kameras und für die etwas größeren Samsung-Modelle. Warum? Ganz klar, im Prinzip Apple-System, iPhone, gibt es nur einen Hersteller.
Software ist immer die gleiche, die Hardware, die drin ist, ist immer die gleiche. Da ist es relativ easy peasy, in Anführungszeichen, die Software zu programmieren. Bei Android hat natürlich jeder Hersteller seine eigene Kameraoptik, seine eigenen Sensoren, seine eigene Software und so weiter und so fort. Das macht Android ja eigentlich so spannend, dass sie in allen Preisklassen wunderbare Geräte produzieren und herstellen können. Aber da muss natürlich dann der App-Entwickler sich ein bisschen mehr ins Zeug legen und muss sich natürlich dann auch entscheiden, für welches System er sich entscheidet und für welche Kamera das ist. Und last but not least, es ist denn tatsächlich so, dass man hier denn mit dem, komm, ich mache mal hier, glaube ich, ein bisschen lauter. Ja, vielleicht versteht man mich dann etwas besser. Dann ist es natürlich jetzt hier so, dass die sich richtig angestrengt haben. Und ihr seht jetzt hier schon, ich hoffe, es ist groß genug eingeblendet, was man denn alles einstellen kann. Natürlich über welche Linse ihr denn rausgeht, die FPS-Zahl, den Shutter, den Iris, dann den ISO-Wert, Weißabgleich. Ihr könnt da auch natürlich Timelapse, andere Dinge machen. Ihr seht hier unten, wenn man hier die Maus sieht, na, wo ist sie denn hier? Da kann ich denn auch die ganzen Hologramme einschalten, kann mir das ansehen. Das heißt, diese App macht aus eurem Smartphone eine Blackmagic Kamera-App. Und das ist doch wirklich toll. Ihr könnt auch mit den LUTs arbeiten, alles, was ihr in dem Bereich kennt. Und das Schöne wird denn halt sein, wer mit DaVinci Resolve denn arbeitet, der kann sich dann, wenn er die Studio-Version hat, hier zum Beispiel alles, was er auf dem Smartphone gefilmt hat, direkt online in die Cloud jagen, sodass der, der die Postproduktion macht, der zu Hause sitzt, eigentlich direkt mit dem Filmmaterial arbeiten kann. Ist eine Spitzenleistung, muss man sagen. Kompliment war natürlich schon, gebe ich zu, ein bisschen stinkig, dass das jetzt am Anfang nur für iPhone kam, aber jetzt gut gemacht, Blackmagic, jetzt kommt sie auch für Android. Ja, und schaut euch das an, die App wird kostenlos sein von Blackmagic, traumhaft. Da gibt es vielleicht die ein oder andere zusätzliche App, die ihr da auf eurem Smartphone habt, für eine bessere oder mehr Möglichkeiten in Kamera zu haben. Könnt ihr jetzt runterwerfen und freut euch hier auf diese App dazu. Und was ich natürlich dann in dem Moment auch mal gerade anspreche, weil wir hatten das ja eben gesagt, was man mit der Kamera denn halt tun kann oder mit den Aufnahmen tun kann. Und natürlich überraschend hat denn Blackmagic auch ein neues, neue Version von DaVinci Resolve 19 rausgebracht. Die letzten Versionen, die 18er, waren ja schon eigentlich faszinierend, wenn es um KI-Inhalte ging, wie automatische Untertitel generieren, Transkription, im Color Grading-Bereich, in den Effekten. Und toll. Da haben die jetzt nochmal viele Schippen draufgelegt in der 19er-Version. Die 19er-Version gibt es denn halt auch, dann muss man die Maus da runter machen, dass ich nicht durcheinander komme. Die 19er-Version gibt es natürlich auch wieder in einer kostenlosen Version, die schon wirklich vollgepackt ist in der Postproduktion. Für Cut Editing, Color Grading, Fusion, für die 3D-Geschichten und so weiter. Ein eigenes Tonstudio, das Fairlight natürlich wieder rendern, wie ihr es kennt. Jetzt halt nochmal mehr drauf. Und für die, die schon eine Studio-Lizenz haben, auch hier könnt ihr natürlich denn schon voll
raushauen und dann auch hier das Upgrade denn nochmal mit eurer schon vorhandenen Lizenznummer einfach durchführen. Ich finde, es ist wirklich, das ist ein Spitzenprogramm, macht da alle Postproduktion, damit auch meine 360-Grad-Videos, also von der Warte her, riesen Blackmagic. DaVinci Resolve Fan, die erste Beta-Version ist draußen, könnt ihr euch jetzt schon runterladen, vielleicht für die großen Produktionen würde ich mal noch einen Touch warten, wie das halt mit Beta-Versionen so ist, aber geht's einfach an. Auch im Audiobereich ist da jetzt wieder so viel dazugekommen und ihr wisst, Ton ist die Hälfte der Miete. Also kann ich euch nur empfehlen, auch das zu machen. Dann möchte ich euch noch, was mich jetzt überrascht hat und ich hoffe, ich habe auch wirklich die richtige Seite erwischt. Na, was macht ihr denn hier? So, weiß ich nicht, ob es jetzt das ist. Kommen wir kurz raus. Es gibt natürlich auch wieder, weil ich eben nochmal Ton gesagt habe, nochmal spezielle Dinge von Rode. Ja, Rode hat ja im letzten Jahr viel Neues gebracht. Ich habe ja selbst den Rodecaster Pro. Kam der Rodecaster Pro 2, es kam der Rodecaster Duo, es kam denn der Streamer X, also für alle, die nur ein kleines Setup brauchen, eine Capture-Karte. Was auch eigentlich schon genial ist, wenn ich praktisch mein Audiopult habe mit eingebauter Capture-Karte, wo ich 4K-Videos auch direkt in den Computer, in OBS oder VMix oder sonst wo hauen kann und. War schon da. Ja, jeder kennt, wenn er mit Funkmikrofon unterwegs ist, die Rode Geschichten, die Wireless Go, die Wireless Go 2, die Wireless Go Pro und dann die M und alles, was in der Richtung kommt, auch schon im Verhältnis zu dem, was auf dem Markt ist, schon recht hochpreisig, aber hoch beliebt. Und jetzt kommt jetzt noch das Reporter-Mikrofon heraus. Das ist das erste von denen praktisch als Reporter-Mikrofon Wireless, das auch intern rekorden kann. Das finde ich jetzt eigentlich auch ganz hübsch. Ihr wisst ja, dass der ein oder andere da nicht allen Funkstrecken vertraut oder je nachdem, wie weit ihr weggeht oder damit man in die Masse geht, hat man ja schon mal Angst, dass irgendwas passiert. Ihr könnt also alles, was ihr in das Mikrofon spricht oder was euer Interviewpartner da rein sagt, rekorden und dann aufzeichnen. Toll, ja. Es macht Spaß, dürfte so ungefähr bei 250 Euro oder so liegen. Soundqualität ist toll. Also das, was ich jetzt an Demos in YouTube schon von der NEB gehört habe, klasse Geschichte. Wermutstropfen für alle, die noch das erste Funksystem, das Rode Wireless Go haben. Also der Empfänger, ja, der funktioniert halt tatsächlich nur ab den Funkstrecken der Vierer-Generation. Also ist die Frage, wenn ihr ein Wireless Go 2 habt, dann könnt ihr den Empfänger des Senders benutzen. Das Mikrofon ist dann der Sender, der Empfänger vom Wireless Go 2. Alles drunter, was ihr da von Rode habt, unter dieser Generation der Empfänger, da funktioniert es denn jetzt halt nicht. Traurig, aber wahr, aber wie schon gesagt, ist eine kleine Schnitte, hat auch, glaube ich, so einen Mitnahmepreis, den man immer mal nochmal nehmen kann, weil oftmals möchte man vielleicht auch nicht, dass ich immer dann irgendwo das anpinne. Oder ich möchte es halt mehr steuern, wenn ich Menschen interview, die jetzt nicht unbedingt mikrofonaffin sind, dann macht das denn halt nochmals richtig Spaß. Und ich kann halt direkt auf meinen Interviewpartner zugehen, kann es dann auch rekorden, wie schon gesagt. It's nice to have, kann man sich immer nochmals überlegen. Jetzt kommen wir denn zu einer Geschichte, über die ich mich jetzt wirklich gefreut habe.
Und zwar eine Streaming-Kamera, die wirklich rein für das Livestreaming konzipiert ist und vor allen Dingen, die denn auch für die unterschiedlichen Arten des Livestreamings konzipiert ist. Das heißt, entweder Talking-Head-Geschichten, Videopodcast-Geschichten und so weiter und so fort. Alles, was wir uns auf meinem Kanal auch schon unterhalten haben, findet ihr einiges auch nochmal unter meiner Playlist. Man streamt sich, wie geht's? Und das hier macht jetzt Spaß. Das ist die Alpha Cam von YOLO Live. Die möchte ich euch kurz vorstellen. Die wird denn jetzt auch auf den Markt kommen. Und ich freue mich deshalb, ich habe es vorhin in dem anderen Stream schon gesagt, weil ich gebe zu, ich denn doch etwas geschockt war nach der Präsentation der neuen Mevo Core, die ja eigentlich auch so als Box-Mikrofon denn jetzt, Kamera denn halt kommt. Und dann natürlich auch hier MFT-Objektive zum Wechseln und so weiter hat. Allerdings, Freunde der Nacht, wenn ich im Moment nur 4K 30 FPS fürs Recording habe oder über HDMI in eine Software reinzumachen und dann, wenn ich in das Mevo Multistreaming-Apps-Geschichten gehe, die wirklich toll ist, ja, kein Problem, ist wirklich stark, habt ihr mit den Starts oft benutzt, aber wenn ich da nur 1080 30 FPS kann und dann ohne Objektiv 1000 Euro haben will, beziehungsweise 1000 Dollar war es ja im Moment, dann sage ich, okay, für im Ökosystem vom Mevo zu bleiben, ist das ein harter, harter Preis. Egal, wer das jetzt im Internet hochlobt und tut, für mich ist das too much. Und ich wusste ja schon, dass YOLO Live diese Alpha Cam bringt. Die ist im letzten Jahr schon in den Basics vorgestellt worden. Da war der Name allerdings noch nicht sicher und fest. Und die schauen wir uns an, weil die macht mir jetzt für viele Livestreaming-Anwendungen richtig, richtig Spaß. Falsche Maus, die brauche ich zum Zeigen. Also, ihr seht, sie ist auch ein bisschen wie eine Boxcam aufgebaut. Dahingehend ist sie kompakt. Das ist jetzt ein Metallgehäuse. Sie ist dann also sehr kompakt. Man kann sie gut in Streaming-Setups einbauen. Spaß macht natürlich, sie hat einen HDMI-Ausgang, sie hat einen USB-C-Ausgang und vor allen Dingen, ich kann das im gleichen Moment nutzen. Das heißt, ich kann das, was ich hier streamen will oder recorden will, über HDMI ins System reinschicken und kann es gleichzeitig auch über USB-C in einen anderen Computer oder so reinhauen. Das ist einfach toll. Sie hat 4K 60 FPS, natürlich kann sie auch Full HD mit 60 FPS, das ganze Programm, was man denn halt so braucht. Ihr wisst, ich bin ja eigentlich ein Verfechter, der sagt, streamt in 1920x1080, aber hier, wie gesagt, die 4K 60 ist auch gerade spannend, wenn ich es zusätzlich recorden will. Ihr wisst, zum Beispiel, wenn ihr mit Remix live streamt, ich kann jetzt hier mit 1920 kann ich denn halt denn raus streamen, nimm aber auf der anderen Seite in 4K auf, weil hier die Kamera, mit der ich jetzt hier gerade arbeite, das ist eine Lumix GH5 Mark II, die sendet mir das jetzt auch schon in 4K. Sie ist 4.22-Bit. Sie hat einen Sony EMX-Sensor, könnt ihr da denn nochmal lesen. Dualer nativer ISO-Wert mit hohem Dynamikbereich, der sich doch sehr toll anpasst, je nach Lichtverhältnisse, weil die, und das finde ich denn halt toll, das ist dieser sofortige Autofokus. Schaut euch mal die Demo-Videos an, der ist wirklich genial. Und wie Frank von YOLO Live jetzt, glaube ich, heute in einem Video bei der NEB gesagt hat, arbeiten die mit der Huawei zusammen, was der Autofokus anbelangt, den auch die in ihren Smartphones haben. Und dieser lasergepunktete Autofokus ist wirklich
auf den Punkt in einer Geschwindigkeit. Ist spannend, wenn man Tutorials macht, wenn man Education-Videos macht oder wenn ihr Produktvideos macht oder selbst wenn ihr die für Online-Selling einsetzen wollt, einfach Produkt dran halten und holla die Waldfee. Das Produkt ist sofort scharf gezoomt, ihr seid im Hintergrund schön geblurrt, so wie man das denn halt haben will. Das war übrigens bei der Verticam von YOLOLIVE schon so und jetzt hier ist das auch so. Klar kann ich die überall einbinden, was ich von YOLOLIVE, YOLOBOX, YOLOBOX Pro, YOLOBOX Ultra, YOLOBOX Mini, da diese Kamera auch außer vertikal auch noch horizontal kann, kann ich sie natürlich auch ins InStream denn mit einsetzen. Und dann vor allen Dingen, ihr wisst, ich liebe NDI. Die Kamera hat natürlich auch die Möglichkeit NDI, SRT, sodass ich sie wirklich auf jedes Stativ setzen kann, irgendwo in meinem Raum, aus dem ich Livestreame, Veranstaltungen und so weiter platzieren kann und ziehe mir sie einfach fröhlich mit NDI. Jetzt hier zum Beispiel in mein Remix oder halt OBS, was immer ihr da verwendet. Und natürlich, sie hat auch austauschbare MFT-Objektive. Ich als alter MFT-Fan, wenn es ums Livestreamen geht, habe natürlich jetzt einiges da von Panasonic an MFT. Dann ist das einfach aufsetzen, loslegen, sei es eine Festbrennweite, sei es ein Zoom-Objektiv, whatever. Oder ich habe jetzt hier zum Beispiel einen 9mm Leica Lumix Objektiv mit 1.7 drauf. Das ist natürlich, wenn ihr totale schießen wollt, in einem größeren Raum optimale Geschichte. Ein unheimlich starkes Weitwinkelobjektiv. Also hier, Freunde der Nacht, sage ich einfach. Toll. Und das nächste ist, schaut es euch gerne hier auf der Seite an. Ich habe hier eben schon mal kurz. Da hatte ich allerdings keinen Sound, Baby. Okay, jetzt kommt es von da hinten, das wollen wir natürlich nicht. Das werdet ihr jetzt nicht hören, ich krieg's jetzt drüben auf dem System nicht rüber. Also. Entwickelt Computervideografie, klar, was ich eben gesagt habe, schaut es euch an. Ich finde diese AlphaCam wirklich toll von allem, was hier an Angaben drin ist. Und das Schöne ist, sie wird je nachdem systematisch zwischen 690 oder im Höchstfall $790 liegen. Das heißt, selbst wenn sie 790 kosten sollte, je nach Ausführung dazu, sind sie immer noch $300 unter der Mevo Core und kann das Zigfache jetzt schon an pragmatischen Leistungen bringen, weil letztendlich geht es uns ja darum, das Optimum herauszuholen über dem, was wir an Budget haben und das, was wir letztendlich tun machen. Technik ist Mittel zum Zweck, brauchen wir für unsere Inhalte zu transportieren. Und das hier ist jetzt wirklich Zucker. Ja? Also wenn das Teil denn in der Endproduktion genauso kommt und ich gehe davon aus, so war es bei der Verticam auch, dann ist das, hier sieht ihr nochmal die duale native ISO-Geschichte in Low ISO und High ISO. Die Profiltools und. Also ich kann euch das nur empfehlen, informiert euch, geht an diese Geschichte ran. Wann sie in Europa denn lieferbar sein wird, kann ich euch im Moment noch nicht sagen. Von der Warte her müssen wir uns einfach überraschen lassen. Spannend jetzt noch vielleicht zwei kleine Gadgets zum Abschluss, die ich auch spannend finde und wo ich denn sage, das lohnt sich doch voll umfänglich. Und zwar, ich habe ja, glaube ich, beim vorletzten
Video hier die Otspot Tail Air vorgestellt als Livestreaming-Kamera, PCZ-Kamera, leckeres Teil, 579 Euro Fernbedienung und so weiter und so fort, auch NDI, ja. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, sie über HDMI, über NDI und so weiter überall denn einzusetzen. Jetzt ist es aber mittlerweile so, wenn ich mir zum Beispiel jetzt die Otspot Tiny 2 ansehe, die 4K-Webcam, was die alles kann und was die vor allen Dingen auch an Bildqualität raushaut, ja, muss man sich wirklich überlegen, benutze ich die wirklich nur als Webcam oder benutze ich sie zum Beispiel auch mal in einem Streaming-Setup-System und möchte sie einbinden, zum Beispiel in ein Atom Mini, in ein Atom Mini Pro, RGB-Link, in einen Sprolink-Videomischer, was immer es da gibt, oder halt einfach mit einer Capture-Card in ein Aufnahmesystem hauen, ist natürlich der Hintergrund, die Problematik ist, sie hat nur einen USB-C-Ausgang. Und da hat jetzt eigentlich Otspot eine tolle Geschichte gemacht, wenn ihr diese tolle Kamera oder generell eine tolle USB-C-Kamera habt, die ihr noch für andere Dinge verwenden will, gibt es jetzt zwei coole Gadgets. Das einmal ist das Otspot UVC zu HDMI Adapter, jetzt hier schon in der zweiten Generation. Das heißt, hier könnt ihr jetzt aus jeder USB-C-Kamera eine HDMI-Kamera machen, für die einzubinden. Das heißt, ich gebe das USB-C-Signal rein, hole es hinten als HDMI raus, ist toll. Das heißt, da wäre jetzt zum Beispiel die Überlegung, je nachdem was ist, hole ich mir jetzt nochmal für 500, 600, 700 Euro eine Kamera, dass sie HDMI hat, oder bin ich mit der Bildqualität jetzt, wie es die Otspot Tiny 2 hat, so zufrieden, dass ich denn sage, 169 Euronen, und ich kann auch aus dieser tollen Kamera eine HDMI-Kamera machen. Ist absolut überlegenswert. Das wäre denn noch eine günstige Alternative. Übrigens hat mittlerweile Hotspot, finde ich echt toll. Außer, dass sie natürlich das Multicam-Set für das, die TLR hat, auch jetzt so ein Multicam-Set für die Tiny 2, wo ich dann drei USB-C-Kameras, denn wenn ich sie jetzt im Konferenzraum an verschiedenen Dingen aufstellen will, auch nochmal verbinden kann. Die denken mit, das ist echt toll jetzt. Und wenn wir schon dabei sind, schauen wir uns die Nummer nebendran natürlich an, freut sich doch mein Herz nochmal. Und zwar hat Otspot jetzt eine sehr gute Geschichte gemacht, UVC-Kamera zu NDI-Adapter. Fantastisch, auch hier. Das heißt, ihr könnt denn eure Tiny 2 oder egal welche 4K-Webcam ihr da habt oder UVC, USB-C-Kamera ihr habt, in euer Ethernet-Netzwerk überall hinschicken und alle Segnungen, die NDI euch bringt in der Kommunikation, im Livestreaming, im Setup-Aufbau und so weiter, denn halt auch vollumfänglich benutzen. Das ist klasse. Ja, als großer Fan der NDI-Welt sage ich euch einfach, tolle Geschichte, und ich finde es dann eigentlich auch schön, wenn man mal ein System angeboten bekommt, wo ich nicht immer sagen muss, ich muss eine neue Kamera kaufen, weil meine Anforderungen im Streaming-Setup sich geändert haben oder weil ich neue Herausforderungen habe, sondern wenn ich einfach sage, tolle Kamera, zufrieden, wie kann ich die erweitern, wie kann ich es modellieren, wenn es dann solche Dinge wie USB-C-Kamera zu HDMI oder USB-C-Kamera zu NDI denn halt gibt, wenn ich das unabhängig eines PCs machen will. Das darf man ja auch nicht vergessen, wenn ihr die jetzt nur am PC habt,
braucht ihr dann auch nochmal eine Streaming-Software oder halt eine Videokonferenzsoftware, die ja die Bildqualität eigentlich nie rüberbringt, die eure Kameras denn halt haben, um dann die Kamera zuerst mal da rein, dann NDI irgendwo hinschicken und so macht ihr eure Kamera unabhängig eures Notebooks, eures Desktops und so weiter, für die einfach rauszuhauen. Also, das wäre dann jetzt mal für heute meine News und Gadgets, die ich ausgesucht habe, von den vielen Dingen, die auf der NEB 2024 denn halt entdeckt habe für euch. Eigentlich müsste man sagen, Jahresurlaub, wir fliegen nach Las Vegas, für auf diese NEB zu gehen. Aber die paar Tage, die sind, braucht ihr auch. Das ist wirklich gigantisch, auch im Audiobereich. Ich versuche dennoch das ein oder andere rauszupicken. Habe auch schon ein Produkt, das jetzt dort vorgestellt wird, vorab gekriegt. Da wird es demnächst, da geht es um Video-Wireless-Transmission-Systeme, wird es denn auch denn hier geben. Lasst euch einfach überraschen und schade, dass wir da nicht hinkommen. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Diskussionspunkte, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare, schreibt es mir einfach eine E-Mail, whatever. Und vielleicht sagt ihr mir denn auch mal, was euch denn als nächstes Produkt interessieren würde oder was von den Dingen, die ich da jetzt heute in aller Kürze vorgestellt habe, was euch da interessiert, für ein ausführliches Video nur darüber zu machen. Ansonsten bedanke ich mich für euer Zusehen, für euer Interesse, freue mich auf jeden, der auf den Knopf drückt und live streamt und uns seine spannenden Inhalte, Themen und Inspirationen denn teilnehmen lässt. Bleibt mir erhalten, bleibt mir gewogen, kommt gerne immer wieder auf meinen Kanal, abonniert mich, ihr wisst, was man da so tun kann. Würde mich freuen. In dem Sinne, man streamt sich. Bis zum nächsten Mal.